Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan von Mangas und Animes. Sie üben auf mich eine ganz eigene Faszination aus, wie es kaum ein anderes Hobby jemals bei mir schaffte. Poster, Warscrolls, CDs, Figuren, DVDs, jede dritte Person, die auch nur einen Blick in mein Zimmer wirft, sollte binnen weniger Sekunden eindeutige Schlüsse ziehen können. Und mit einer Manga-Sammlung von bisher über 500 Exemplaren und inzwischen über 70 Videos, in denen ich mein Fanherz ausgeschüttet habe, kann ich mit Fug und Recht behaupten: Ja, ich bin ein Otaku. Aber... Nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. In meinem Alltag werde ich schon seit langer Zeit von einem gewissen Problem begleitet. Ich nenne es mein Otaku-Problem. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich in meiner Schulzeit von anderen Leuten aufgrund meiner Leidenschaft ausgegliedert oder gar gemobbt wurde. Ich hatte eine tolle Schulzeit, eine noch wundervollere Klassengemeinschaft und bin glücklicherweise von solch üblen Vorfällen verschont geblieben. Ich rede auch nicht von Problemen, die ich mit Inhalten meines Hobbys habe, wie unnötiger Fanservice oder astronomische Anime-Preise. Dazu kommen wir doch mal ein andermal zu sprechen. Nein, mein Problem ist ganz anderer Natur. Immer wenn ich mal jemanden treffe, der auch Animes und Mangas fällt, mit denen ich mal mein Hobby fachsimpeln könnte, endet das Gespräch meistens folgendermaßen. Hey Mann, ich hab gehört, du feierst Mangas und Animes? Hey, ja Mann. Boah, geil, dann hast du bestimmt auch Attack on Titan gesehen, der war doch richtig episch, oder? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja gut, man muss ja jetzt auch nicht jeden Hype mitmachen, ne? Aber Code Geass hast du doch sicher gesehen, oder? Code Geass, ne? Habe ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ja gut, halb so wild, aber mit Sword Art Online hast du ja was anfangen können, oder? Den hat nun wirklich jeder gesehen. Mit Ausnahme von mir. Wie tippst du mir Psycho Pass? Psycho Pass? Planet? Nee. Miraniki? Nee, das auch nicht. Hast du Tokyo Ghoul wenigstens gesehen? Fetsibo? Voll mit der Alchemist? High School for Dead? High School DxD? Shunibyo? Helsing? Black Exorcist, Science Gate, Angel Beats, Another, Kitty Crown. One Piece? Was hast du denn überhaupt gesehen? Naja, Digimon, Ranma, Kenshin, Dragon Ball, Naruto, Kaihan, Elfen. Nur so ein bisschen Standardkram, ne? So, das schimpft sich runter, cool. So. Meh. Gut, ganz so extrem läuft es vielleicht auch wieder nicht ab. Das Problem bleibt aber trotzdem bestehen. Auch wenn ich mich wieder übelste Freak fühle, habe ich ständig das Gefühl, dass ich im Grunde keine Ahnung von gar nichts habe. Ich will aber nicht darauf hinaus, dass mir Leute das direkt ins Gesicht sagen würden. Das ist nie passiert, aber dennoch habe ich generell immer dieses Gefühl. Sei es bei Toplisten, wenn ich mir Gespräche mitbekomme oder einfach random Videos auf YouTube gucke, immer wieder stelle ich fest, dass ich einfach nicht so richtig mitreden kann. Mir fehlt es an dem nötigen Allgemeinwissen. Animes, die man allgemeinhin gesehen haben muss, habe ich nicht gesehen und Animes, die ich gesehen habe, hat scheinbar kaum wer anders gesehen. Oder sie sind einfach selten Thema und nicht aktuell. Doch wie kommt es eigentlich zu diesem Problem? Hand aufs Herz, Leute, so unglaublich viele Animes und Mangas habe ich leider auch noch gar nicht gesehen. Und von den 30 Mangas, die ich bisher gesehen habe, verteilt über 3 bis 4 Jahre, kann man wahrscheinlich auch sagen, dass ich nicht so der Schnellste im Konsumieren von den Dingern bin. Und mit den gerade mal 30 Animes, die ich gesehen habe, von denen ich die meisten auch nur aufgrund des dazugehörigen Mangas gelesen habe, kann man wohl wahrscheinlich auch irgendwie sagen, so unglaublich viel Ahnung von den ganzen habe ich dann wahrscheinlich wirklich nicht. Gleichzeitig stellt sich aber wohl auch heraus, dass ich wohl größtenteils Mangas konsumiere anstelle von Animes, die man hinter mir, glaube ich, unschwer erkennen kann. Ich weiß nicht genau wieso, aber immer wenn ich von einem neuen, coolen Anime höre, gucke ich zuerst nach, ob es dazu einen Manga gibt, den ich kaufen oder reviewen könnte. Im Endeffekt führt das dazu, dass ich viel des bekannten Mainstream-Shits wie Death Note oder Bejeweled nur gelesen habe. Und damit bin ich in gewisser Weise schon in einer kleinen Minderheit, da meines Erachtens nach die meisten Leute eher Animes gucken, statt Mangas zu lesen. Der andere erklärende Punkt betrifft meinen komischen Geschmack. Denn wenn ich dann mal einen neuen Manga oder gar einen neuen Anime anfange, dann irgendwie auch mal wieder welche, mit denen ich irgendwie wieder nicht so richtig mitreden kann. Irgendwas mache ich falsch. In meinem Fall entweder totale Underdogs wie Mermaid Falls oder Here and There, Now and Then,
oder den verpönten Mainstream-Shit wie Dragon Ball oder Naruto. Gut, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen... Was ist dann dein Problem? Dann guck doch einmal die Animes, die alle so lieben, dann kannst du auch mitreden und gut ist. Das will ich aber nicht. Ich habe keinen Spaß daran, neue Animes anzufangen, nur um mitreden zu können. Ich will das gucken, worauf ich Bock hab und wann ich darauf Bock hab und nicht, weil die breite Masse es mir vorschreibt. Ha, erwischt! Dann bist du also auch einer dieser Idioten, die bewusst gegen den Strom schwimmen, um individuell zu sein. Alles, was populär ist, ist scheiße, nur weil es populär ist. Also, wirklich, ich hasse solche Leute. Na, ganz so extrem ist das aber auch wieder nicht. Ich habe auch schon den einen oder anderen Trend mitgemacht, aber ich finde immer einfach ganz gerne selber Animes raus für mich, die ich cool finde, ohne dass man mir irgendwelche Empfehlungen geben muss. Und so stoße ich dann ab und an selber auf manch populären Anime. Genau wie letztens mit Death Parade, den ich einzig und allein wegen des total coolen Openings angefangen habe, welches übrigens doch ein gar nichts mit dem Anime zu tun hat. Mir ist schon klar, im Endeffekt bin ich mit dieser Denkweise für mein Problem selbst verantwortlich. Es ist meine eigene Schuld und mit meinem merkwürdigen Geschmack und komischen Prinzipien liegt es demnach an mir daran, irgendetwas zu verändern. Denn ansonsten werde ich halt nie so richtig mitreden können. Papa? Aber versteht ihr, das ist halt so mein Otaku-Problem halt. Irgendwie ist halt schwierig. Keine Ahnung. Lasst mich das noch weiter ausweiten, ein bisschen erklären. Stellt euch vor, da ist ein riesiger Fußballfan, der selber in einem Verein spielt und jedes Spiel seines Lieblingsvereins im Fernsehen verfolgt, der übelste Freak, inklusive Bettwäsche und Trikot. Aber aus irgendeinem komischen Grund hat er keine Lust, sich die WM anzugucken. Sie interessiert ihn einfach nicht. Ergibt jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, ich weiß, aber... Stellt es euch einfach mal vor, okay? Ist der dann kein Fußballfan mehr, nur weil die WM nicht verfolgt, aber feiert doch sonst diesen Sport so mega krass. Aber so kann er halt alle 4 Jahre nicht mehr so richtig mitreden. Oder ein anderes Beispiel. Ein fanatischer Fan einer ganz bestimmten Band. Die Beatles sind cool. Also ein Beatles-Fan. Stellt es euch einfach mal vor. Dieser Beatles-Fan ist der übelste Freak. Die Beatles sind natürlich seine absolute Lieblingsband und er hört deren Songs jeden Tag rauf und runter, weil er sie dermaßen feiert. Er hat aber nur ein einziges Album, sagen wir Let It Be, mit gerade mal 11 Songs, ergo kennt er nur 11 Songs. Mehr kennt er gar nicht, aber mehr braucht er eigentlich auch nicht. Aber darf er sich dann wirklich Beatles-Fan schimpfen? Ich meine, im Grunde hat er doch gar keine Ahnung, ne? Beatles-Fan. Aber er liebt diese paar Lieder halt so total, dass sie zu seinen absoluten Lieblingsliedern gehören. Also ist er doch schon irgendwo Fan. Oder nicht? Oder ist er jetzt weniger Fan als die anderen, nur weil er nicht alle Songs gehört hat? Darf man sich erst Otaku schimpfen, wenn man 5000 Mangas besitzt und jede Woche 3 bis 4 Animes durchsuchtet? Oder reicht schon die bloße Liebe zum Hobby? Eigentlich doch schon. Jeder macht das halt anders. Oder etwa nicht. War eigentlich ist man ja auch so schon Fan, aber irgendwo muss man sich als Freak ja auch behaupten. Kannst nicht einfach so, ja, stimmt schon, das ist doof. Was meint ihr das so? Ach Gott, schwer, ach, keine Ahnung. Und seht ihr, Freunde, das ist es. Das ist mein Otaku-Problem. Ich danke fürs Zuschauen. Ja, im Grunde ist dieses Video auch irgendwie leicht unnötig, keine Ahnung. Aber, weiß nicht, ist jetzt auch nicht so dieses Problem, mit dem kein Mensch wirklich weiterleben kann. Total schrecklich, oh mein Gott, aber ich wollte einfach mal darüber geredet haben, weil mich das doch lange Zeit schon beschäftigt. Ja, auf jeden Fall, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, bin ich verrückt? Sind die anderen alle verrückt oder sind wir alle ein klein wenig verrückt? Auf jeden Fall, hat vielleicht irgendwer von euch ein ähnliches Problem? Wenn ja, lasst es mich doch wissen oder so in den Kommentaren oder macht euer ganz eigenes Video zu eurem ganz eigenen persönlichen Otaku-Problem. Wo wir gerade dabei sind, wie fandet ihr generell dieses Video? Oder hat es euch gefallen, dass ich einfach mal so über so ein Thema einfach mal laber?
Themenvideos ist auch durchaus so eine Art neues, kleines, inoffizielles Projekt, mehr oder weniger. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich wissen, dann laber ich mal wieder über irgendwas. Ihr könnt auch gerne irgendwelche Themenvorschläge oder so in die Kommentare schreiben, wenn ihr meine Meinung zu irgendwas hören wollt. Wir sind hier in diesem Projekt ganz frei und können alles machen, was wir wollen. Wobei, ich kann alles machen, was ich will. Deswegen auf jeden Fall, wie jedes Mal, würde ich mich auch diesmal wieder selber Feedback freuen, weil ich das für immer sehr gut gebrauchen kann. Also einfach, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen, was kann ich besser machen? Bevor ich noch 3 Stunden weiterlabere, soll es auch erstmal hier von mir wieder gewesen sein. Ending-Menü, wie immer könnt ihr hier irgendwas aussuchen, keine Ahnung was gerade, werde ich dann sehen. Neues Schnittprogramm, ich habe jetzt ein neues Pinnacle, mit dem ich geschnitten habe und deswegen war dieses Video auch so ein kleines Testvideo zum Reinkommen ins Schnittprogramm. Bald kommt die Rock-Lee-Video, ganz egal, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zu irgendeinem anderen Video oder auch nicht, bis dahin und tschüss.